November 2038. Damit herzlich willkommen nochmal zurück zu Let's Play Detroit Become Human. Sind alles schlecht. Wie ich mich auch entscheide, ich weiß, es wird Blut fließen. Ich will nicht, dass Blut fließt, egal welcher Farbe. Aber wir werden abgeschlachtet. Ich muss eine Entscheidung treffen, die Millionen Leben betrifft. Und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich vermisse sie, Carl. Ich vermisse sie so sehr. Der letzte Connor ist leider gescheitert. Du wirst ihn ersetzen. Du weißt, was du zu tun hast, oder? Den Anführer der Abweichler zerstören. Geh, Connor. Und enttäusche mich nicht. Sprich mit deinen Leuten. Sie sagen, Sie wollen kein Risiko mit den Abweichlern eingehen. Also treiben Sie unsere Leute zusammen und bringen sie in Lager. Zur Zerstörung. In ein paar Stunden werden nur noch wir übrig sein. Wie viele haben den Angriff überlebt? Ein paar hundert? Vielleicht mehr, wenn man die mitzählt, die sich versteckt halten. Ohne deine Bombe wären wir jetzt alle tot. Die Armee hat 5 Lager im Gebiet von Detroit gebaut. Und sie bauen noch mehr im Rest des Landes. Sie bereiten einen Genozid vor. In ein paar Stunden ist alles vorbei. Wir haben die Welt verändert oder die Welt hat uns zerstört. Du musst dich entscheiden, Marcus. Aber was immer du wählst, wir folgen dir. Ich liebe dich, Marcus.
ohne dich wäre ich jetzt tot. Dank dir sehe ich uns vielleicht eines Tages in Freiheit. Wir waren uns nicht immer einig, aber ich weiß, wir kämpfen für die gleiche Sache. Was immer du tust, ich folge dir, Marcus. Das ist gut. Da schauen wir auch schon mal auf unserer Seite. Ich dachte, bei uns wärt ihr in Sicherheit. Ich lag falsch. Ihr müsst die Stadt verlassen, so schnell ihr könnt. Alice von hier wegzubringen ist jetzt am wichtigsten. Wir müssen den letzten Bus kriegen. Vielleicht schaffen wir es noch über die Grenze. Marcus. Rette unser Volk. Unsere Leute zählen auf dich, Marcus. Du bist der Einzige, der uns führen kann. Wo auch immer du hingehst, wir folgen dir. Die Menschen haben beschlossen, uns zu vernichten. Unsere Leute sind in Lagern gefangen und werden zerstört. Wir müssen eine Wahl treffen. Und diese Wahl entscheidet dann über die Zukunft unseres Volkes. Gut, wenn Sie Krieg wollen, bekommen Sie ihn. Wir werden kämpfen für unsere Freiheit und wir siegen oder fallen. Seid ihr bereit, mir zu folgen? Uiuiui. Das war nicht richtig versucht, es hat sich geklappt. Das gehört zum Schluss mit der Kriegsvariante. So, die Nacht der Seele. Wir sind abgeschlossen. Wir sehen uns also in der nächsten Folge wieder. Und dann, ja, kann es sein, dass wir noch ein bisschen was zu tun haben. Naja, tschüss.